Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt schon losgemacht, oder? Völlig losgelöst von der Erde. So, bin gespannt, ob ich irgendwann wieder einen fucking Stream gesperrt habe, Alter. War das der letzte? Der 93er ist gesperrt worden, ja. Ah, der 93. Habe ich was rausschneiden müssen. Nur eine Sequenz, wo Trikots zu sehen sind, Alter. So. So. Wie schaut's da aus in der Gruppe? Bam. Du-du-dum. Ist das dritte Match. Napoli hat zweimal unentschieden gespielt. Southampton hat zweimal gewonnen. Welche Serie hält? Drittes Unentschieden oder dritter Sieg? Oder gar? Vielleicht. Ne, ich würde sagen, dieses Match ist entscheidend für den Aufstieg. Ich meine, für Southampton sowieso. Aber ich glaube, mit einem Dreier könnte sich Napoli auch. Schon gut in 10er setzen, ja. Genau. Und das wäre, war der schon mal aufgeschrieben? Glaube nicht. Diese Frage kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Sie sind schon mal abgestiegen, glaube ich, oder? Na, Naja. abgeschrieben sind sie auch nicht. So eine Mittelmaßmannschaft, die nie um den Abstieg mitspielt, aber auch nie wirklich um den Aufstieg, glaube ich. Ah, stimmt. Boah. So. Ja, Southampton hat das Fußballspielen wieder erlernt in diesem Turnier. Oh, das war Okay. abseits. Starker Pass. Oh, schön. Oh. Hoppala. Boah. Alter. Was für ein Arschloch. Nein. Stark. War das wirklich geplant zu tun? Ja, ich habe echt Angst gehabt, dass er zu schnaufen. Wurzen. Zu 0 für Southampton. Ja, Ireland spielt ein richtig gutes Turnier. Drei Tore und zwei, das ist schon. Alter. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Na, Alter, wie geht das, Alter? Wie geht das? Wie geht das? Scheiße. Oh, Napoli Nummer 10. Das ist jetzt ein bisschen was. Ein bisschen was.
Alter. Oh ja. Alter. Ja. So war das nicht geplant. Na, geh bitte, Alter. Gewinnen die alle Pressbälle, Alter? Sind auf das spezialisiert? Gott oder was? Pressballgott. Na, Alter? 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 Ireland! Fick doch die Hände, Alter! Leg gleich den scheiß Controller weg, Alter! Ups! Da hast du ihn, Alter. Schieß noch ein Tor. Komm, mit einem Pressball vielleicht. Nein! Danke. Ah, da hast du ihn wieder. Stark, Werner. Boah. Ah. Kasch. Ich hoffe, der spielt noch nächstes Jahr. Um einen Spieler zittere ich ja jetzt schon. Nein. Und ein Österreicher. Todd. Warum? Der ist ja von der Mühre weggegangen. Wohin? Vereinslos dabei. Ah. Keine erste hitzige 45 Minuten hier. Aber seit dem Ausschluss sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Das stimmt. Oh. Und da gibt der Hund nicht lange Vorteile, leider. Oh. Oh, das war Arsch. Nein! Machen wir gleich noch was halt. Ich dachte, dass er rankommt, ich wollte zurückschießen eigentlich. Ja, 2:0 für Southampton ist einmal nicht so schlecht, muss man sagen. Ireland mit einem wirklich fantastischen Turnier bislang.
Ja, Napoli ist aber dann auch wieder besser ins Spiel gekommen. Dann die Latte-Chance auch von Quaresma. Einzige Nachteil sind dann halt nur mehr zu zehnt. Oh, Alter. Alter, Alter. Boah. Nein, nein, Alter, ich scheiß mich drauf. Ich scheiß wirklich gleich drauf, Alter. FIFA-Stream nach einem Spiel beendet. Eto. Ländige Hundsburma, Alter, Neapler. Neapler, Wappler. Alter. Du hast mal raus und kriegst den Einwurf, Alter. Ja, leg ihn ab. Hast du recht. Hast du recht. Super! Gut gemacht! Bleibend! Scheiße! Oh. Oh, schön. Gefährlich, aber schön. Ja. Scheiße, Mann. Okay. Gott sei Dank. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gespielt so. Also, dass er fällt, so meine ich das. Schauen wir mal, neue Kräfte braucht das Land. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Zweite Halbzeit ist ziemlich ausgeglichen. Carrasco. Er setzt sich hier auch gut in Szene in der Partie. Oh! Oh! Stark! Scheiße, jetzt bekommt eine Karte viel zu tun. Den habe ich schon benutzt. Felix! Nice. Kann man nichts sagen. Ich glaube, der Cat ist in the sack. Ja, ich muss sagen, das Pech, was sie die letzten Jahre hatten, Southampton, haben sie bislang in der Gruppenphase vollkommen in Glück umgewandelt. Und Napoli muss hoffen auf ein gutes viertes Match. Oh, der rennt nicht hin.
Ja. Oh, hat da viel Platz und verkackt es. Was da gab's? Oh, John Terry. Ciao. Hast du das mitgekriegt mit FAC? Ja, ja. Das war schon heftig. Ja. Aber was will der Bundesliga-Senat da machen? Ja, nichts, kannst du nichts machen. Ah. Alter. Boah. Alter? Boah. Gut, rein wir es ein in die Torauswahl. Obwohl ein bisschen lucky. Danke, ja. Wieder schon. Ciao, Papa. Ergebnis spielt zwar jetzt nicht wirklich die Leistung von Napoli, aber ich glaube auch eben, dass Southampton momentan top von Top Motivation im Kopfzustand ist. Rieche ich da schon Titel wieder mal Titel gewinnen? Können Sie es in der Gruppenphase, also nach der Gruppenphase dann auch umsetzen? So. Ja. Müllviertler Philipp Vollrasch vom Moped. Dortmund gegen Moskau. Ah, nicht gerade leicht. Ja, wie sieht's hier aus? Dortmund, 2 Siege bislang. Lok Moskau, einen Sieg oder einen Unentschieden. Also Moskau hat sich da wirklich sehr gut etabliert, eigentlich, sag ich, von einem Abstiegskandidaten jetzt auch zu einer Mittelmannschaft zumindest schon mal. Mhm. Und können ja noch immer um den Aufstieg jetzt auch noch mitspielen, natürlich. Ja, war der letzte CL. Auch aufgestiegen? Auch aufgestiegen, ja. Mal das. Gegen Dortmund wird es auf jeden Fall sicher nicht leicht für Moskau, aber da können sie sich wieder mal beweisen.
Reus sagt danke. Reus erstes Turniertor. Das tut weh natürlich. Weiter. Absatz. Hat aber noch gut pariert trotzdem. Das stimmt. Ah, Reus. Du hast wahrscheinlich schon gewartet, bis ich rauskomme, mein Goalie. Na, eigentlich nicht. Nein. Stark von ihm. Boah, stark. Ja, Moskau versteckt sich aber nicht. Nein. Ah, boah, starke Parade von Bodi. Scheiße. Beim dritten Mal wäre es gewesen jetzt. Oh, starker Pass. Oh, na gut, aber die. Von beiden. Ja, Moskau hat das gut weggesteckt, diesen Fehler. Das sonst so sicher ein Goal ist eigentlich. Oh. Okay. Alter. Das war unnötig. Aber drüber steigen. Hätte aber durch gewesen jetzt. Na, es ist auf jeden Fall auch ein sehr schnelles Hin und Her. Also da wird es wahrscheinlich auch eine Kraftsache zum Schluss werden. Wann?
Oh. Alter. Kommt da gar nicht mehr runter. Alter. Oh, was war das für ein Pass? Ja, ich würde sagen, der hat seinen Patzer mehr als weggemacht. Und dabei ist es nicht so ein leichtes Spiel von Borussia wie sonst immer. Nein! Ja, so weit ja, sind sie nicht sehr, sehr gute. Nein, es ist ziemlich ausgeglichen, finde ich. Ohne den Fehler wird es noch 0-0 stehen. Servus Flo. Servus Flo. So, Runde 2. Ding, ding, ding. Da kommt es natürlich drauf an, patzt man noch, gelingt wieder Geniestreich, wer hat mehr Kraft, wer hat die besseren Joker. Apropos patzen. Ja, es gibt das voll. Nein. Hoffentlich nicht rot. Also ja, gegen dich? Gedacht. Ja. An mich? An mich? Warte mal, was? Das ist cute gestanden. Das hat mich jetzt irritiert. Kalt, meine ich. Das habe ich jetzt voll nicht mitgekriegt. Ah, du hast den niedergerätscht. Ich wollte reindrücken noch irgendwie. Ja. Den Ball. Das hat mich jetzt irritiert, dass der nämlich kalt gestanden ist, weißt? Dirk kalt bei deinen Spielern. Ja. Na gut, Dortmund. Ja, aber das steht nämlich auch. Kalt Dortmund. Ja, der erste Wechselgerüchte. Nein, ja. Dann lass den abtropfen. Bisschen glücklich jetzt, aber nicht unverdient. Seedorf! Mit dem Ausgleich. Also, ich dachte den Hader, aber fäustet er weg zumindest. Na, ja, habe ich auch gehabt. Aber, ja. Bisschen unglücklich. Ist passiert.
Oh. Hoppala. Ich glaube, das war jetzt nicht so geplant. Oh. Nein. Schön gemacht, Sancho. Sancho! Ich schaue es einfach nicht in Überzahl. So, der geht aber jetzt. Holland. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht, Alter. Was? Der geht, na, dass der einfach nicht reingeht. Trotzdem schön vorgelegt und alles. Oh. Ich glaub, das war's. Nein. Nein, was macht der? Oh. Oh, oh. Nein. Was? Alter.
Nein. Ah, warum fällt er nicht? Scheiße, Mann. Ups. Dortmund gewinnt 2:1. Schießt sich somit weit her. Ja, aber Moskau braucht sich nicht verstecken. Patzer tut natürlich jetzt umso mehr weh. Aber trotzdem, sie haben mit Dortmund mitgehalten auf einem super Niveau, also gibt sicher noch Kraft fürs letzte Match. Mal schauen, was das für ein Kracher wird. Nächstes Match ist Rapid gegen Barcelona. Ja, Barcelona, was ist auch mit denen los? Ja, Barcelona 2 Unentschieden bislang im Turnier. Weit entfernt von weiterkommen. Rapid 2 Siege. Oh. Batzer leckt los. Ja, da war es, spielt nur Barcelona. Jetzt die ersten 15 Minuten. Oh. Na, bitte. Was ist das? Kacke.
Kacke. Unglücklich. Ja, das geht Rapid hier ein bisschen zu schnell, die ersten 18 Minuten gegen Barcelona. Ja, vor allem kann Barcelona wieder mal Fußball spielen anscheinend. Also ich mich erinnern kann, die letzten zwei Matches waren nicht so berauschend. Schobesberger mal jetzt mit dem Konter. Da kommt aber gleich der Gegenkonter. Na, so. Oh. Son. Sein ersten Tor für Barcelona. Hat schon vorher einen guten Schuss abgegeben. Schieß! Gut gerettet. Gut, da war fast die Katze im Sack gewesen. Obwohl das Match so weitergeht, dann ist ja auch bald im Sack drin. Egal, von hinten einmal. Boah. Coutinho. Servus, Green Greedy. Nochmal für Alex. Servus. Also für Henning, die Begrüßung. Unser Künstler, gell? Mhm. Jetzt wird's bitter hier für Rapid. Nach einer Halbzeit schon 3-0. Boah. Puh, Barcelona in Spiellaune. Hm.
Na gut, wir bleiben unverändert hier. Genau. Ja, aber wir verzeichnen schon zwei Chancen in Halbzeit 2. Oder ist Foden verletzt? Oh. So, Eckball einmal. So, Rasen im neuen Spiel. Dankeschön. Kara. Gut, danke. Ein kleines Liebeszeichen.
Oh. Glücklich jetzt aber doch. Bella. Eine Kugel. Erstes Tor für Barcelona. Echt, ich dachte, ihr habt schon eins. Ja, schönes Ball. Ja. Oder? Das gibt's nicht. Oder? Jetzt hab ich den Ball nicht mehr gesehen. Aber kämpf, braver Raser. Gut, dass man den getauscht hat auf der Position. Heute nicht ehrgeizig genug. Das ganze Spiel irgendwie verschlafen. Immer zu langsam gewesen gegenüber Barcelona. Wasser holt damit den ersten Dreier. Ist vielleicht wieder gut mit dabei. Aufstieg zu. So. Jetzt haben wir Leo gegen Bayern München und ich gehe schnell auf die Toilette. Jawohl. Toilette. Ich hoffe, er ist noch da und drückt ja. Er tut es nicht. Er tut es nicht. Er tut es nicht. Okay, dann laden wir neu ein und gehen wir auch schon. So. Buh. Ja. Kann man wirklich Buh sagen. War eine nicht so solide Vorstellung. Hoffen wir, dass das nächste besser wird.
auf Ja gedrückt. Entschuldigung. So, jetzt mit etwas mehr Einsatz geht Leo gegen Bayern hoffentlich ran. Das kommt aber geklaut. Echt? Liest du deinen Chatverlauf nicht? Nein. Sollte ich? Stimmt, es kann nur besser werden. So, wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus? Das ist eine interessante und gute Frage. Leo hält bei 4 Punkten, ein Unentschieden, ein Sieg. Bayern hält bei einem Punkt, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ja, mal. Mares. Schön gespielt. Nein. Yes! Fick hier! Die Kombo war nicht gut.
Alter. Und Gerard. Das ist auch gewesen. Ja. Alter. Bei uns braucht man sowas nicht. Bei uns nimmt man nur Geld an. Das war's. Alter, lasst ihn vielleicht nicht gewähren. Icardi. Fake ja. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ich glaube, ich weiß, wer so dumm wird. Alter? Alter? Nein, du bist ein Wichser, ein Blöder. Kannst du nicht die Füße heben, Alter?
Ja, Leo will aufsteigen. Ups. Massaker. Na. Das gibt's nicht. Gehst du mal. Uiuiui. Wie hat noch so eine hohe Tordifferenz? Oh, weiß ich jetzt nicht. Muss dann schon. Oh. Da wieder für ein Glitch drin ist.
Alter. Look here. Alter, renn hin. Absatz. Absatz. Alter, das blockt mich erst bald. Oh mein Gott! Alter, was war jetzt? Geht scheiße, Alter. Geht schon mal zum Unlustig. Show what? Du wirst mir eine Pause, bitte. Danke. So, letzter Wechsel.
Alter, sperr mich. So, aus vorbei. Ohne Null gewinnt. Nee, braucht sich damit keine Sorgen mehr machen, diesen durch. Bayern befinden. Hast du uns auf Nein gedrückt? Eigentlich. Doch, aber es hat nicht realisiert. Hat nicht realisiert. Da helfen dann noch Drogen. Okay, das funktioniert noch immer nicht. So, Rangers gegen Atletico. Was solltest du davor wissen wegen der Differenz? Wie viel oder was? Ich glaube, irgendeiner hat auch noch eine Arsch-Dort-Differenz. So Arsch nicht. Aber Tottenham hat minus 12. Und Bayern hat jetzt? Minus 15. Tottenham hat schon dreimal gespielt, oder? Tottenham hat schon dreimal gespielt, ja. Gut, ich glaube, Tottenham hat aber noch keine Punkte. Das kommt erschwerend für sie hinzu. Bayern hat halt auch nur einen. Ja, nicht viel. So, Atletico hat zwei Siege, genauso wie die Rangers. Alter. Oh,
Oh, hinterher. Von hinten. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Okay. Sie dann. Rüdes Spiel. Ein rüdes Spiel, ist er. Hoppala, Wurzen. Weiter. Tschüss. Was? Jetzt kommt davon. Karma. Oh, schön. Ich bin Brechstange, Herr Ballermann. Wer ist Brechstange, der Ballermann? Alter. Ey, scheiße. Kleinlich. Ja, irgendwie unterstütze ich das total gar nicht. Ja, aber solche gibt's auch. Okay. Fair play. Geht schon die Baller Konter.
Oh. Alter, Köpfe! Warum hat er nicht Köpfe jetzt, Alter? Warum? Warum, Alter? Stark! Wichtig. Auch nochmal sicher. Zweite Turniertreffer. Voll niederbrechen. Kurz genommen. Schön, genau. Sie dann. Vierter Turniertreffer.
José, Tronimo und Tue. Nein. Was doch der Flick, gell? Oh. Nein. Kommt gut. So bin ich alles. Ah, schade. Billig. Thank you.
Das war der 10. Assist von Asimovic. Verstehe ich echt nicht, bei der einen Mannschaft läuft es nicht, bei der anderen schon. So, damit ist Atletico auch durch. So, Abschlussmatch. Ja. Entschuldigung. Abschlussmatch ist dann Feyenoord gegen Manchester City. Manchester City, also hast du gesagt, oder? Ja. Gar nicht so viel essen, wie ich jetzt kotzen könnte. Ciao, ciao. Ciao. So, Feyenoord. Das Jugendteam, das schon 6 Punkte eingefahren hat. Überraschend. Manchester City hat 3 Punkte. Nur verloren bis dann gegen Dortmund. Ah, Tarka. Und jetzt ist er nichts. Gott sei Dank. Thank you.
Boah. Dacker. Takas erstes Tor. Meißel. Jetzt sticht er. Wir müssen. Dritten Spiel klappt es. Also in seinem zweiten Mal. Erstes Tor. Bayern hat doch schon einen Punkt gemacht, oder? Ja, warum? Ich glaube nicht, dass ich einen Punkt gemacht habe. Warum? Weil er meint, wir dürfen keine 5 Tore kriegen, was sonst im letzten Spiel. Ja, weil er dann 20 hat. Ist der Strafe oder was? Nein, aber bei minus 20 wird ein Punkt abgezogen. Ach so. Okay, das habe ich verschwitzt. Oh. Ja, hat es auch noch nie gegeben, also. Das ist okay. Bergus! Jetzt verstehe ich. Echt? Die Regel gibt es echt? Mhm. Okay. Kommt eben zur Geltung, wenn zum Beispiel ein Team nur minus 11 Tore hat, sagen wir jetzt einmal, und 0 Punkte, aber ein Team nur 1 Punkt und minus 2, über minus 20 Tore hat, dann ist halt unfair gegenüber denen, nur weil die einmal ein gutes Spiel hatten und sonst nur abgeschossen worden sind. Naja, wie im richtigen Leben. Was? Dann, dass sie ab und zu mal Punkte machen auch und dann trotzdem halt weiterkommen. Ja, aber bei uns, was dir vorhin sein kann, ist ja auch so. Boah. Fuck. Hat auch nicht mitgeholfen. Fuck, das auch noch. Rot und verletzt.
call for the visitors. Number 10, Stephen Bergman. Substitution for Manchester City, coming off the pitch, number 25, Fernandinho. Coming onto the pitch, number 5, John Stones. Wahnsinn. Stark von beiden. Castro und Daka. Ich hätte nicht geglaubt, wenn ich die Mannschaft so umbaue mit so viel, sag ich jetzt mal, neuen Spielern für die Jugend, dass das auch so funktioniert. Ja, siehst du, ich warte noch auf den Erfolg. Sie spielen gut auf bei mir, meine Ausbildung, danke, aber das ist nichts besser. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Hello, this is a fan. Und hast es mit dir falls? Okay. Oh. Nein. Oder?
Ja, jetzt hat's Tadic. Ja, Tadic auch schon sein viertes Tor hier im Turnier. Und auch, glaube ich, nicht mehr lange hier bei Feyenoord am Plan. Also okay. Zwei Spieler habe ich schon entdeckt bei Feyenoord, die durchaus wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr dort spielen. Daka ist wahrscheinlich einer davon. Na, Daka muss man noch anschauen. Das ist sein erstes gutes Spiel. Ja, Kovic spielt gut mit. Von der deutschen Bundesliga der Castro, oder? Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, dass meine Ausbildungsmannschaft überlebt. Ich habe schon ein, zwei Spieler wieder im Auge. Die Neuverpflichtung. Oh, habe ich jetzt keiner noch? Ein Spieler, den ich eigentlich schon immer einsetzen wollte und aber nie getraut habe zu testen, zum Beispiel. Nein, der rutscht aus! Sie dann? This is the floor. Alter! Ja, deswegen mag ich ihn so. Drum glaube ich, könnte er wegtransferiert werden. Wer war das jetzt? Meißel. Meißel. Der hält da hinten alles sauber. St. Pöltener, oder? Und Salzburger, aber da war ausgeliehen an St. Pölten. Ja. Dann habe ich meine Karriere gehabt. Auf allen Stationen. Oh, was scheiß die anderen. Castro! Der ist Nummer 2. Goal for the visitors, Gonzalo Castro.
bist du dann da? Wie ist auch sehr auffällig. Ja, aber da war schon von Anfang an da. Ja. Aber dort sind immer wieder. Go for the visitors. Number 10, Stephen Burton. Alle kann ich nicht gleich wegnehmen. Mache ich jetzt mal so hardcore voll rein und dann nehme ich immer ab und zu raus und tausche. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Alter. Es gibt nichts, was mich hält. Overall. Nein! Ja? Oh. Zweistellig! Und Fenjord freut sich. Höchster Sieg, würde ich mal sagen, in der V1-Geschichte. Alter. Alter. Komm hier, komm hier, komm hier, das ist gut. Hä? Hä? Ja, das war's mit der heutigen FIFA-Ausgabe. Hochs und sehr viele Tiefs heute bei mir. Torreicher Abend auf jeden Fall. Oh ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao. Und Papa.